Schachtholm in Schleswig-Holstein, die Station der DRF-Luftrettung. Von hier aus starten Pilot Ben, Notärztin Dr. Britta Reitschew und Notfallsanitäter Bodo ihre Einsätze. Die 12-Stunden-Schicht beginnt um 6.30 Uhr, wenn Zeit bleibt, mit einem gemeinsamen Frühstück. Das ist gut. Ich habe mir gerade noch Frühstück gemacht. Ja, danke. Ben, Bodo und Britta sind seit 2 Jahren ein Team. Im Falle eines Einsatzes muss die Crew innerhalb von 120 Sekunden abheben. Dafür muss alles perfekt vorbereitet sein. Ja, das Sonogerät ist jetzt bei 75%, das ist in Ordnung. Das wird dann halt abgeladen. Neben ihrem Job als Helidoc arbeitet Britta als Narkoseärztin im Uniklinikum Kiel. Dort hat sie einen voll ausgestatteten OP zur Verfügung. Im Hubschrauber muss alles auf wenige Taschen verteilt werden. Das ist ein Videolaryngoskop, führt man sozusagen so in den Mund ein. Und dann kann man sehen, wo der Beatmungsschlauch hin muss. Die Lagerung ist häufig nicht optimal. Man liegt irgendwo auf dem Boden und muss da den Beatmungsschlauch legen. Man hat nicht wie in der Klinik diese optimalen Bedingungen, Patient auf der Trage. Und man kann alles sich so hinstellen, wie man will, optimales Licht. Sondern der Patient ist in einer schlechten Situation, vielleicht in der Wohnung, hat vielleicht noch erbrochen. Und es muss schnell gehen und dann ist es einfach besser, gut vorbereitet zu sein. Ich glaube, 5 Meter aus der Luft gefallen, Kaltunfall. Ja, das ist jetzt ein Sturz aus großer Höhe. Ist ein Kiter wohl irgendwie aus Wasser aufgeschlagen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der auf dem Wasser aufgeschlagen ist oder doch irgendwo auf Land aufgekommen ist. Jetzt kann man davon ausgehen, dass, wenn ein Sturz über 3 Meter ist, dass die Verletzung auf jeden Fall massiver ist. Müssen wir mal gucken. Die Helidocs werden immer dann alarmiert, wenn jede Sekunde zählt. Durch die Luft sind sie meist schneller am Einsatzort als die bodengebundenen Notärzte. Ein Zeitvorteil, der Leben retten kann. Im Falle des verunglückten Mannes am Ostseestrand dauert es keine 2 Minuten, bis Britta und ihr Team abheben. Wenn es sich um einen Kiteunfall handeln sollte, dann ist es ja am Wasser. Der Patient ist aufs Wasser, auf dem Strand, auf dem Stein vielleicht geknallt, vielleicht auch irgendwelche Hindernisse sogar noch geknallt. Da ist natürlich vieles möglich. Kann sein, dass er auf den Kopf gestürzt ist, auf dem Rücken, dass er eine Querschnittslähmung hat, eine Verletzung des Gehirns. Falls er eben eine Wirbelsäulenverletzung hat, darf man ihn nicht bewegen. Wenn wir einen Wassersportunfall haben, dann ist natürlich das Praktischste, direkt am Strand zu landen. 12 Minuten braucht Pilot Ben für die 28 Kilometer Luftlinie an den Strand von Lindhöft. Der ist bei Kitesurfern sehr beliebt. Meter hinter einem Stacheldrahtzaun, direkt am Sandstrand, schafft es Ben tatsächlich, Helikopter Christoph 42 zu landen. Mal durch. Vorne bei der Polizistin. Ja. Oha, da habe ich schlechte Erinnerungen an so einen Zaun. Ja, ich auch. Moin. Die Polizei hat den Unfallort gesichert und Rettungssanitäter führen die Erstversorgung des Kitesurfers durch. Als ausgebildete Ärztin übernimmt jetzt Britta den Patienten, während Bodo Informationen zum Unfallhergang vom Freund des Opfers abfragt. Hier hinten irgendwas wehtun? Ja. Nee? Hier? Tut nichts weh? Auf die Füße draufgekommen, hingefallen, nicht losgelassen. Und dann richtig glatt gemacht, also 3-4 Meter hoch und 5 Meter weiter. Ja. Dann am Boden geschliffen, bewusstlos. Ganz kurz. Er ist gleich mit dem Kite in die Powerzone, ja. Ist dann 4 Meter durch die Luft, hier vorne als erstes aufgekommen mit den Füßen, hat den Kite nicht ausgelöst, ist weitergeflogen, nochmal 4 Meter weiter, 4 Meter hoch, aufgekommen, geschliffen worden über den Boden, bewusstlos, 1,5 Minuten, der Kollege hat ihn in die stabile Seitlage gedreht, dann kam er wieder zu sich mit retrograder Amnesie. Ja. Britta und Bodo vermuten ein Schädel-Hirntrauma. Da zusätzlich die Wirbelsäule betroffen sein kann, muss der Kopf des Surfers die ganze Zeit stabilisiert werden. So, einfach die Hände auf die Brust, nichts machen. Einfach gerade bleiben. Kriegst du das mit dem Kopf? Ja. Ja, kannst du machen. Einmal gleich das Ding. Okay, eins, du drehst und gerade halt den Kopf, ne? Okay, 1, 2, 3. Mhm. Okay. Okay, jetzt zurück. Eine richtige Diagnose ist an einem Sandstrand kaum zu stellen. Der Mann muss so schnell wie möglich in ein Krankenhaus. So, wir legen dir jetzt so eine Halskrause noch an. Die ist nicht schön. 1, 2, 3.
Weil der Hubschrauber hinter einem Stacheldrahtzaun gelandet ist, ist es für die Retter leichter und schneller, den Patienten zum Rettungswagen zu schaffen. Außerdem liegt das nächste Krankenhaus verkehrsgünstig, sodass ein Transport im Helikopter keinen Zeitvorteil bringen würde. Britta will den verletzten Surfer aber auf keinen Fall alleine lassen. Der Zustand des 30-Jährigen kann sich von einem Moment auf den anderen verschlechtern. Was du so beschrieben hast und so weiter, wird er auf jeden Fall ein Schädel-Hirntrauma haben. Das heißt, irgendwie eine Art von Gehirnerschütterung. Das heißt, er hat 24 Stunden höchstwahrscheinlich gebucht im Krankenhaus. Nur, dass du dich darauf einstellst. Am besten ist es, wenn du so in anderthalb Stunden anrufst, damit du ihn etwa fragen kannst, was jetzt genau mit ihm ist und wo er abgeblieben ist. Und dann kannst du ja gucken, ob du da hinterherfährst oder ob du hier bleibst oder irgendwie sowas. Die Ärzte der Uniklinik Kiel müssen jetzt so schnell wie möglich herausfinden, ob außer der Kopf- und Brustverletzung noch andere Körperteile betroffen sind. Wir haben ihn jetzt im Schockraum angemeldet. Wir können halt nicht in den Patienten reingucken. Es muss also genau eine Traumaspirale laufen, ob eventuell was gebrochen ist. Und dann wird sich alles Weitere zeigen. Die Britta begleitet jetzt im RTW und wir fliegen rüber nach Kiel. Ganz anders sieht das Revier von Sabine und Tobi aus. Die beiden sind Notfallsanitäter in Offenbach am Main. Hier warten keine Kitesurfer auf die Rettungskräfte, sondern Drogenabhängige, Obdachlose und Alkoholiker. Die Stadt belegt im Armutsranking einen Spitzenplatz in Deutschland. Jeder Fünfte lebt hier von Hartz IV. Sabine Fenchel leitet die Wache des Arbeiter-Samariter-Bundes im Stadtteil Ost. Die Hessin ist seit 2 Jahren Notfallsanitäterin, ihr Kollege Tobi seit 8 Jahren Rettungssanitäter. Also was man hier viel an Klientel hat, ist die ohne festen Wohnsitz, Menschen, die auf der Straße leben, begleitet von Alkoholsucht. Die Junkies halt, ne, die fahren hier durch in der S-Bahn, gerade mit dem Anschluss mit der Nähe zu Frankfurt. Also wenn ich zur Arbeit komme, dann denkt man sich halt schon als allererstes, ich bin mal gespannt, was erwartet mich heute, wie wird der Tag. Wir haben Abwehrspray dabei, also nicht jeder ist vom Arbeitgeber geduldet für den Fall der Fälle, wenn man, ich sag mal, angegriffen wird oder von einem Hund in der Wohnung. Ja, ich wurde selbst schon mal angegriffen, wo wir in der S-Bahn-Station waren und angegriffen wurden. Aber das haben wir dann auch unter Kontrolle gekriegt. Ich war danach zwar 5 Wochen außer Dienst wegen der Psyche, aber mittlerweile geht's wieder. Natürlich geht man jetzt vorsichtiger vor in manchen Einsätzen, aber ich sag mal, das bringt halt der Job ab und dann halt mit sich. Sabine und Tobi müssen aber nicht nur auf sich aufpassen, sondern auch auf ihren Rettungswagen. Voll ausgestattet fahren die beiden mit einem Fahrzeug im Wert eines Einfamilienhauses durch Offenbach. Ja, also du musst dir vorstellen, das ganze Auto mit Tragestuhl und so sind wir so bei 200.000 Euro. So, dann kommen noch dazu die Geräte, also unser EKG, unser Beatmungsgerät, Absaugpumpen und so. Da sind wir auch schon deutlich in einem Mittelklassewagen drüber. Ja, so ein Rucksack zum Beispiel, der kostet 500 Euro, da ist noch nichts drin. Ja. Goldene Regel deshalb, Rettungswagen bei Einsätzen immer abschließen. Wir fahren jetzt zu einem Verdacht auf einen Herzinfarkt. Die Straße hier, ne, müssen wir gucken, was die Leitstelle uns noch an Informationen gibt. Der erste Alarm des Tages führt die beiden ins Problemviertel Nordend. Wer dort wohnt, erlebt jeden Tag, wie hart das Leben mitunter sein kann. Sabine und Tobi wissen aus Erfahrung, was sie dort erwartet. Wir fahren jetzt in eine Gegend, die halt so ein sozialer Brennpunkt tatsächlich ist. Ganz viele schwierige Verhältnisse, Einzimmerwohnungen, meistens alles verdreckt, auch Sprachbarrieren. Der raue Charme Offenbachs schreckt die beiden nicht. Wer hier als Retter arbeitet, braucht gute Nerven und ein großes Herz. Zusätzlich zu Tobi und Sabine ist ein weiterer Notarztwagen hinzugerufen worden. Zu viert müssen sie in den Fahrstuhl. Eigentlich. Könnten wir einmal rausgehen, dass wir erst da rein können? Das wäre super. Ja, vielen Dank. Hallo. Können Sie einmal raus? Einmal raus. Einmal raus, bitte. Das ist ein Notfall.
Behinderungen wie diese sind trauriger Alltag für die Sanitäter und Teil einer besorgniserregenden Entwicklung. Deutschlandweit lassen Verständnis und Respekt für die Lebensretter von Jahr zu Jahr mehr nach. Hallo. Warst du schon mal da? Ja. So, Achtung, ich schieb's dir mal ein Stück zurück, ja. Wir holen alles rein, was wir brauchen. Der 60-Jährige hat eine schwere, chronische und unheilbare Lungenkrankheit. Er ist auf Pflege angewiesen und kann sich weder um sich noch um seine Wohnung kümmern. Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie kurz sagen, was los ist? Seit wann? Heute. Seit heute Morgen. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Ja. Okay, nur wenn Sie atmen oder konstant? Konstant. Konstant. Die beengten Verhältnisse in der Wohnung erschweren den Einsatz der Sanitäter. Doch die vier Kollegen wissen sich zu helfen und nutzen jedes freie Fleckchen. EKG und Blutdruck sollen Aufschluss über den Grund der Atemnot bringen. 150, 70 und ziemlich flott, ja. Wer gibt Ihnen die Medikamente? Machen Sie das selber? Nein, Pflegedienst. Pflegedienst? Ja. War der schon da heute? Ja, heute Morgen war. Okay, kommt der morgens und abends oder nur morgens? Morgen, Abend, Mittag. Können wir das mal hier raus? Dreimal täglich, okay. Unter diesen Bedingungen ist die Versorgung extrem schwierig. Also ich kann die Trage bis vor die Wohnung fahren. Dann schieben wir ihn mit dem Stuhl raus und legen ihn hin. Ich hol die Trage sofort. Wir machen den jetzt so weit fertig, dass wir dann im Auto alles machen, ne? Sabine und Tobi geht das Schicksal des Mannes nahe. Und auch die Nachbarn machen sich große Sorgen um den Patienten. Also Stock. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Bitte. Das ist mein Nachbar. Alles gut, gell? Was mein Nachbar? Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich schiebe den Patienten jetzt quasi auf dem Toilettenstuhl bis hierher und dann setzen wir ihn hier um, weil wir mit der Trage nicht in die Wohnung kommen. Ihr könnt. Im Rettungswagen wollen Sabine und Tobi endlich das überfällige EKG durchführen. Hier haben sie zwar auch nicht mehr Platz als in der Wohnung, doch sie können den Patienten von allen Seiten erreichen. Also in solchen Wohnungen ist das schon ein anderes Arbeiten. Ja? Das hat einfach was mit dem Platz zu tun. Das sind so Einzimmerbuden mit so einer Kochnische und einem Klo und das war's. Und dann sind die natürlich auch noch meistens etwas zugemüllt. Und kannst du da drin nicht arbeiten. Ja? Also erstmal, ich bin da ganz ehrlich, das ist schon, man ekelt sich da auch schon ab und zu. Ja? Aber nichtsdestotrotz, du musst irgendwie klarkommen. Und auch diese Menschen haben es verdient, dass denen geholfen wird.